Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal Rogue Legacy 2. Den Vorgänger Rogue Legacy 1 habe ich sehr, sehr gerne gezockt, privat gezockt und hat richtig Laune gemacht, muss ich sagen. Einziger Kritikpunkt vielleicht ist die etwas veraltete Grafik gewesen damals. Also so 2D-Look und so ein Kram. Und jetzt haben wir so ein 2,5D-Look, ziemlich gepolished, sage ich mal. Also für alle Leute, die von Rogue Legacy 1 kommen, die Rogue Legacy 1 gezockt haben, da kann ich einfach nur sagen, Rogue Legacy 2 ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ich habe es nur kurz angezockt, aber von allem, was man so liest und hört, einfach nur ein besseres Rogue Legacy 1. Das ist auf jeden Fall schon mal geil. Also einfach eine Weiterführung hier. Eine gute Weiterführung mit vielen neuen Ergänzungen. Und für alle Leute, die hier neu sind und da sagen, Moment mal, was ist Rogue Legacy? Rogue Legacy ist ein Roguelike, wo man halt mit so Rittern, Bogenschützen, also mit verschiedenen Klassen, Helden, wie auch immer, in so eine Burg rein muss und immer wieder neue Anläufe braucht und Formen, oder wie soll ich sagen, am Anfang hat man da eigentlich relativ wenig Chance, bekommt dann auf die Nuss. Und dann spielt man immer mit einem Nachfahre dann nochmal die Burg neu durch. Die wird dann nochmal neu gewürfelt, neue Ereignisse sind drin, neue Dinge passieren in der Burg, neue Bosse oder Zwischenbosse oder so Zwischenwelten, wie auch immer, Rätsel, Kisten. Man kann dann Waffen finden, die man dann beim Schmied einsetzen kann und so weiter. Man kann also praktisch seine Nachfahren immer weiter stärken. Das ist so praktisch ein Punkt, was Ausrüstung angeht. Und man kann dann immer pro Run ein bisschen Gold einsammeln, wie man es auch eigentlich bei vielen Roguelites kennt, irgendwie Gold oder irgendeine Währung einsammeln, die man dann zu einem gewissen Teil verwenden kann oder ganz verwenden kann, wenn der Run vorbei ist. Und dann aber, wenn man in den neuen Run geht, einen gewissen Teil abgeben muss oder sogar alles abgeben muss und so weiter und somit dann immer wieder ein bisschen gezwungen ist, sich zu konzentrieren und mehr Gold zu erspielen, um dann seine Burg, seine neuen Nachfahren, seine neuen Helden praktisch dann weiter zu steigern. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel. Wir machen hier Profil wählen. Gehen wir so aufs. Hier habe ich mal kurz angezockt, das lösche ich mal gerade. Und da würde ich gerade sagen, auf Slot 5 bleibt dann auch unser Ding. Und dann ziehen wir das Ganze mal durch. Ich laber jetzt einfach mal so ein bisschen über die Story hier. Wir kommen hier so ein Tutorial rein am Anfang. Ich denke, das ist alles nicht groß der Rede wert jetzt hier. Ich werde auch eventuell voll die Spoilerkeule raushauen oder sowas, keine Ahnung. Hier wird es ja auch schon irgendwie angedeutet, dass das Ganze hier, dass die irgendwie einen Vertrag unterschrieben haben oder was, oder ein Vermächtnis, wie auch immer. Und dann müssen sie hier mit Charon dann, hier in die Burg und es gibt kein Zurück mehr und so weiter. Und im ersten Teil war es irgendwie so, dass das so praktisch eine ewige Schleife war, praktisch, dass die Familie verflucht war oder sowas. Keine Ahnung, ob das hier so ist, ob das hier nicht so ist, ob man das hier brechen kann oder ob ich das auf falschen Erinnerungen habe, keine Ahnung. Ich denke mal, storytechnisch spielt das alles keine große Rolle. Hier sehen wir dann das Spiel, also man kann sich hier dann ganz normal bewegen, kann dann seine Attacken hier machen. Jede Klasse hat dann gewisse Fähigkeiten hier, die sie noch einsetzen kann, irgendwelche Klassenfähigkeiten oder hier irgendwelche Magie und so ein Kram. Kein Mana, Und ihr seht das dann kann man so Gold einsammeln und das Gold kann ich dann, wie gesagt, vor der Burg nutzen, um dann gewisse Dinge mir zu kaufen oder sowas. Ich guck mal gerade hier, da ist glaube ich schon was. Wir haben es unbemerkt über Wasser geschafft. Bei den westlichen Mauern sind wir auf ein paar Patrouillen gestoßen, doch die konnten wir unbemerkt ausschalten. Tagebuch eines Unbekannten, Teil 1. Bei Sonnenuntergang machen wir uns daran, die Mauer zu erklimmen. Oben müsste es Vorräte für uns geben. So ist es dann. Da gibt es dann auch so noch Story-Dinge und wie gesagt, da kann man dann eventuell auch noch gewisse Dinge freischalten und so. Was geben die Entwickler raus? Also es ist ein Action-RPG, Metroidvania-mäßig, so ein bisschen Roguelike natürlich. Indie-Game haben sie noch geschrieben, und das dann, wie soll ich sagen, das Spiel soll ungefähr so 12 Stunden andauern für einen normalen Durchgang. Das kommt natürlich ganz klar auf den eigenen Skill an, den man so hat. Es gibt Leute, die schaffen das eventuell mit dem ersten Helden hier und so. Das kann man eigentlich bei Casual Gamern oder bei generellen normalen Leuten, sag ich mal, eigentlich vergessen. Dann sieht man es hier, gibt es noch so verschiedenste Sachen, die man dann hier ausführen kann. Verschiedenste Techniken.
Ja, und die Entwickler sagen dann, eigentlich kann man Spielspaß mit dem Game haben, ja, um die 60 Stunden oder sowas. Ich guck mal gerade, ob hier noch irgendwie ein Geheimnis ist. Ja, also man kann das so oft durchzocken, sage ich mal, und immer wieder passiert was Neues und so. Aber ich denke, vieles, was ich jetzt gesagt habe, wird sich dann gleich ein bisschen selbst erläutern oder auch über die nächsten Folgen erläutern und so weiter. Und alle, die von Rogue Legacy 1 kommen, die werden jetzt schon sehen, dass es doch viele, viele Unterschiede gibt. Rein schon die Grafik ist schon mal deutlich gepolished, da gefällt mir richtig gut. Tagebuch eines Unbekannten Teil 4, hab wohl mal wieder unterschätzt, wie charismatisch Z sein kann. Unter mir kann ich all die Außenseiter sehen, die sich unserer Sache angeschlossen haben. Wann sind wir so viele geworden? Von hier oben sieht es wie ein wogendes Meer aus Rebellen aus. Das hier sollte nur ein Himmelsfahrtskommando für ein paar wenige Mitstreiter sein. Ohne jede böse Absicht hat sie diese ganzen Leute für eine Sache zusammengetrommelt, die eigentlich schon verloren ist. Und mein Sündenberg wächst und wächst. J. Ja, so ist das. Also hier, das ist jetzt nur Tutorial-Gebiet. Ich weiß nicht, ob man hier schon irgendwas ganz Spezielles in irgendeiner Form erkennen oder finden kann oder sowas. Aber die Spielmechanik wird dann relativ gut erklärt und dann beginnt eigentlich gleich das normale Spiel, so will ich es mal nennen. Ja, und wie gesagt, ich habe den Vorgänger absolut geliebt, habe ihn auch ins New Game Plus 2 oder sowas damals gezockt. Dann gab es für mich jetzt nicht mehr so krass viel zu entdecken. Das soll hier wohl anders sein. Das ist es, das ist das Ende. Unter uns befindet sich eine Trickwand, die nur mit Hilfe von Magie überwunden werden kann. Z sagt, dass direkt dahinter der Weg zu den Ästuaren liegt. Heute Nacht leben und sterben wir mit den Verbrechen, die ich begangen habe. Ja, also wie gesagt, storytechnisch. Ja, ist halt so ein Ding. Hier kann ich jetzt Mana irgendwie auffüllen an der Trainingspuppe oder sowas. Hier kann man dann auch immer, wie gesagt, Gold und Lebenspunkte und so weiter finden. Und das habe ich gar nicht erwähnt. Die verschiedenen Nachfahren, stimmt, eigentlich das wichtigste Feature habe ich gar nicht erwähnt. Die verschiedenen Nachfahren der verschiedenen Helden hier haben dann auch teilweise ganz unterschiedliche Fähigkeiten oder auch Debuffs teilweise. Sind die irgendwie blind oder, jo, was weiß ich, sind goldgierig oder so irgendwas und werden dann einfach, jo, Kohle abzwacken und so weiter und so fort. Ist eigentlich also ganz interessant gemacht, das werdet ihr gleich sehen. Wir schauen mal dieser Held hier, was kann der hier? Kann ich da schon was sehen? Ne, da ist noch was geblockt. Geht anscheinend noch nicht. Hier, das Sir Maximilian, der hat also, ist ein Ritter, ist seine Klasse. Hat er irgendwie eine Volltrefferchance, hat ein Großschwert, kann ein Schild blocken, kann Feuerkugel. Der hat also jetzt gar keine Debuffs. Und normalerweise unten bei Merkmalen, dann steht da farbenblind oder so irgendein Quatsch. Das ist also ganz witzig. Wir haben 210 Gold, 1500 was auch immer, 1500 was auch immer. Leben, Blut, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, und was auch noch irgendwie neu in dem Game jetzt hier ist, dass man zusätzlich zu seiner Burg, sage ich immer, zu diesem Lager, das man vor seiner Stadt hat und die verschiedenen, sage ich mal, Händler und so weiter, dass man hier jetzt auch noch die einzelnen Klassen leveln kann. Also wenn ich jetzt hier Ritter oft spiele, wird der irgendwie auch immer stärker, kriegt mehr Rüstung, Vitalität und was weiß ich nicht alles. Und ja, wenn ich dann weitere Ritter spiele, weitere Ritter nachfahren von Sir Maximilian, der jetzt hier gnadenlos scheitern wird, dann kann ich halt eben, oder dann werden die auch stärker und so ein Kram. Ja, aber der hat zumindest mal keine Debuffs, das ist ja schon mal nicht schlecht. Du hörst das Raunen hunderter Flüsterstimmen, doch kannst nichts verstehen. Ja, was das alles soll, keine Ahnung. Hier sieht man dann so eine Karte, du, eine Bestie, Thron, Schatztruhe, Feentruhe, also irgendwelche speziellen Truhen und arkane Kammern. Und da seht ihr das schon, Erbstücke und was weiß ich, was man da alles finden kann. Es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich überladener als der erste Teil. Und man kommt normalerweise auch nicht wirklich weit. Mal gucken, wie weit ich komme. Jawohl, hier Feuerball, yeah, gegen die Feuermagier, das ist ja schon mal traumhaft. Keine Magie, sehr schön. Aber das läuft doch eigentlich schon mal ganz gut. 230 Gold. Oben seht ihr dann immer die Karte. Und wie gesagt, diese Dungeons verändern sich dann auch immer wieder. Und bergen neue Gefahren und so ein Kram. Immer schön die Gegend kaputt kloppen und so weiter. Was man auch noch sagen kann, ich bin jetzt hier ungefähr eine Woche vor Release. Vielen Dank an die Entwickler, die haben mir das Spiel zur Verfügung gestellt. Das verfälscht meine Eindrücke nicht, weil ich das Spiel wirklich sehr, sehr mag.
Jo, ihr bekommt das Spiel ab dem 28. April 2022. Es ist schon, glaube ich, ein Jahr im Early Access oder sowas. Und jetzt hier die Xbox-Version ist noch 2 Builds hinten dran. Das heißt, wir kriegen da auch nochmal Updates und Patches und so weiter, auch zu als Day One Patch. Das noch so dazu. Jo, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Der Brief ist alt, wurde aber sorgfältig vor dem Verwittern geschützt. J. Gerüchte sind wahr. Das goldene Tor gibt es wirklich und ich habe es gefunden. Das Tor öffnet sich nur, wenn sich alle Estuare versammelt haben. Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber ich habe einen Plan, wie wir alle retten können. Ich kann das aber nicht alleine machen. Ich brauche deine Hilfe und ein paar vertrauenswürdige Leute. Jo, so ist das. Ja, und jetzt kann man da immer so ein bisschen rumrätseln. Wo muss ich da hin? Es gibt dann auch... Oh, was haben wir hier jetzt? Benötigt Ätherflügel, wird? Äthersflügel? Keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Wird das jetzt genannt, was das ist? Ist das ein Portal oder was? Ja, da gibt es ein Portal, das mich wieder runterführt, oder was? Ja, genau. Achso, genau. Teleporter auswählen. Ach, das hier ist ein Teleporter, wo ich gerade drauf bin. Ja, logischerweise. Ah, gut, alles klar. Ja, so muss ich mich da jetzt auch noch durchfriemeln. Ja, jetzt komme ich da nicht hoch, weil ich halt diese Ätherflügel nicht habe. Keine Ahnung. Ja, können vielleicht verschiedene Klassen oder sowas. Jetzt haben wir mal einen Teleporter genutzt. Keine Ahnung, was hier abgeht. Was ich jetzt off-Kamera schon erlebt habe, ist verschiedene, oder so eine eine Schatztruhe, die ich irgendwie gefunden habe. Und da habe ich dann auch irgendwie Fähigkeiten freigeschaltet oder irgendwie so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine, ja, hier, das können wir auch schön nutzen. Brenn, du komischer Ritter. Ja, so Schwerter oder so Leder irgendwas. Müssen wir mal gucken. So, der konnte ja den Dash. Kann ich den auch im Springen einfach springen und dann dashen? Nein. Und wenn ich da hinten rüber und dann probiere... Ah, hat geklappt. Sehr schön. Mit dieser Absprungfähigkeit, so will ich es mal nennen. So, und hier, wie mache ich das jetzt? Gut, vielleicht da oben dran springen, auch wieder abspringen. Ja, genau. Das ist diese L1-Fähigkeit da. Oh, da oben wäre sogar... Was? Nein, ich will da oben hin. Habt das gesehen? Da ist eine Schatztruhe. Nein. Ja, und da sind dann irgendwie coole Sachen drin. Ich weiß nicht, ob der Raum sich jetzt resettet. Da ist auch wieder eine Schatztruhe. Na, gucken wir nochmal. Feuerball, mach was. Oh, gemein. Ja, es ist nicht ganz uneinfach. Ja, und irgendwie gibt es dann auch noch Fähigkeiten mit Lebensreck und so weiter. Man kann sich dann auch wirklich teilweise Builds bauen, sage ich mal. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant gemacht. 420 Gold haben wir jetzt. Und wenn ich es jetzt schaffen, oder wenn jetzt gleich der Run vorbei ist... Oh, Alter, und manchmal ist es dann echt gemein, wenn der Run gleich... Was ist das hier? Da war gerade so... Ah, vielleicht hat er einfach dorthin geschossen. Feuerball. Oh, was ist das? Hä? Segen des Lebens. Erleide 75 Schaden, erhöhe maximale LP um 38, biete ein Blutopfer dar. Aha. Um ein... Achso, genau. Man muss irgendein Opfer... Nektar verzehren. Stellt 75 Leben und 150 Mana wieder her, verzehre den Nektar und... Ja. Also hier kriege ich einfach nur so ein bisschen Heilung und hier wird meine Lebenskraft dauerhaft erhöht. Dafür kriege ich aber kurz Schaden. Machen wir mal. So, Lebensbaum, traumhaft. Haben wir das auch mal gesehen. Ah, da gibt es irgendwie auch einen Weg runter anscheinend. Ja, genau. Muss man also immer auch ein bisschen auf die Karte schauen. Das hilft manchmal dann auch so ein bisschen. Das hier ist ein miese Zeitgenossen, bitter. Ich habe das jetzt mal so gemacht, weil ich gehofft habe, dass ich gleich noch Lebensreck irgendwo herbekomme. So eine Hähnchenkeule da finde oder sowas. Komm. Deswegen habe ich das mit der maximalen Erhöhung gemacht. Ja, aber irgendwann hat man halt ein gutes Gefühl hier für die verschiedenen Gegner und das macht echt richtig Laune, muss ich sagen. Also ich, wie gesagt, ich habe den Vorgänger total geliebt, hat voll Bock gemacht. Irgendwann geht man da richtig durch, wie durch Butter und am Anfang kriegt man da richtig auf die Nuss. Ich habe, Level 10 Gegner. Kriege ich jetzt eigentlich schon XP? Ich glaube noch gar nicht, oder? Ich krieg noch gar keine XP, es wird nichts angezeigt. Also eigentlich ist der Run auch völlig für die Cards, außer für mein Gold, das ich finde. Aber irgendwie kriegen die Helden dann später noch XP. Dann steht da auch 52 XP pro Gegner oder sowas. Autschi. Ja, jetzt ist eh gleich Feierabend. Egal, machen wir mal so. Ich hätte gern noch einen Boss gesehen oder sowas. Das wäre jetzt geil gewesen. So, stirb.
Ja, man wird dann natürlich auch immer stärker und one-hittet dann irgendwann auch mal Gegner und so weiter. Oh, ouch. Okay, das war übel. Das Schild hätte ich mal einsetzen können. Sir Maximilian wurde von Stabian getötet. Unten sieht man dann die ganzen Gegner, die ich platt gemacht habe, wie weit ich gekommen bin. Ja, bezwungene Gegner 18, 480 Gold. Keine Vierecke, kein Blut, keine Kugeln. Jo. Das war's mit Maximilian und jetzt geht's halt mit seinem Nachfahren weiter. Wähle deinen Erben. Jetzt hätten wir hier nochmal einen Ritter, Lady Sabrina. Die hat dann die Fähigkeit Schildwall statt des Sprints, glaube ich, keine Ahnung. Und Antiquität. Aha. Amulett der Arcana, da seht ihr das schon. Da sind dann irgendwelche verschiedenste Sachen drauf. Tinktur der Raserei, Glutkohle, also irgendwelche Merkmale, die die Helden dann haben. Keine Ahnung, das ist dann teilweise wirklich komplett weirder und absurder Kram. Machen wir einfach mal das da. Holen die Lady Sabrina, dass wir einfach mit einem Ritter weiterzocken. So, jo. Ich möchte das mit ihr starten. So, und das ist jetzt meine Burg sozusagen, meine Hub, und das kann ich halt aufwerten. Eine gesunde Bevölkerung ist eine arbeitende Bevölkerung. Merkmale gewähren jetzt Goldmultiplikatoren. Genau, das können wir jetzt freischalten für 50, also Merkmale sind diese, was wir jetzt gerade gesehen hatten mit diesen Antiquitäten oder sowas, oder Farbenblindheit oder was weiß ich was. Schalte Gesundheitsvorsorge frei, 0 plus 1, keine Ahnung, machen wir mal. So. Triage für alle. Willkommen allerseits. Euer Königreich gestattet seiner Bevölkerung nun Zugang zu Gesundheitsdiensten mit Vorzügen. Klasse Sache. Gewisse Merkmale verleihen jetzt Goldboni. Ups. Ah ja, genau. So. Dann kann ich hier das freischalten. Jetzt zum Beispiel direkt den nächsten Char. Schalte Waldläufer frei. Achso, genau. Schalte Gesundheitsvorsorge frei. Ja, nee, alles klar. Das haben wir jetzt gemacht. Und hier kriegen wir dann Waldläufer freigeschaltet. Deswegen das Plus 1. Okay, machen wir natürlich auch. 50 Gold. Der Bogen ist überspannt. Befiedere Feinde aus der Ferne und peinige sie einstweilen mit einigen Pfeilen. Waldläufer halten nicht viel aus, aber das müssen sie auch nicht, wenn sie ihre Feinde aus Millionen Meilen Entfernung durchbohren. Oder durchlöchern. Möchtest du zur Klasse Waldläuferin wechseln? Nein, wir bleiben jetzt mal beim Ritter. So, jetzt muss man hier, könnte man weiter aufleveln, also jede Stufe, die ich hier reinsetze, sieht ihr unten links, geht dann die Stufe meines Hubs hier, meiner Burg, da ein bisschen hoch, meines Fähigkeitsbaums, meines Anwesens. Ja, und ja, das geht dann natürlich später auch ins Unermessliche, was man da alles skillen kann und so, ist halt richtig nice. Ja, und jetzt kann ich hier die Zauberin freischalten, erbaue einen gepolsterten Palast, um die fähigsten aller Zauberinnen anzulocken, schalte die Zauberin frei und die kann mir dann so Runen geben und so, auch um die Klassen da irgendwie zu verbessern und so weiter. Und hier haben wir dann noch den Schmied, wo es einen Übersetzungsfehler noch drin gibt. Und ich muss auf Stufe 4 kommen, um überhaupt das hier freizuschalten, dass meine Helden, meine neuen Helden, dann immer wieder mehr LP haben und so ein Kram. Kann ich allerdings, glaube ich, jetzt nicht machen, ne. Dann würde ich sagen, schalten wir mal den Schmied frei. Und dass ich es nicht überfrachte, das Ganze, machen wir jetzt mal alles andere nur hier in Gold. Quatsch, in Lebenspunkte rein. So, Gold im Besitz habe ich noch, 60. Da kann ich, glaube ich, nichts mehr damit machen. Ne, seht ihr, das ist dann alles teurer. Ja, müssen wir uns die Trainingspuppe freischalten. Okay, alles klar. Ja, hier. Oh, das maximale Ausrüstungsgewicht kann man hier noch verändern. Das ist dann irgendwie auch wichtig, dass die Helden dann verschiedenste Sachen noch tragen können und so weiter. Wir haben auf jeden Fall mal den Schmied freigeschaltet. Jetzt gehen wir hier raus. Lady Sabrina, die Ritterin, Amulett der Arcana. Wirke drei Zauber, um das Amulett aufzuladen. Ah, ja, genau. Das war diese neue Fähigkeit, die wir da irgendwie am Start haben. Relikte, Amulett der Arcana. Wirke drei Zauber, um das Amulett aufzuladen und den nächsten Zauber gratis zu wirken. Ach so, das ist Mana-Kosten sind das, oder was? Mana kostet minus 25 oder was? Nehme ich mal so an. Oder? Ist das so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder EP minus 25. Wird das irgendwo noch gezeigt, genannt? Muss ich mir mal angucken. Bestimmt irgendwo, oder? Entschlossenheit. Alle Relikte benötigen Entschlossenheit, um sie zu tragen. Fällt der Wert unter 100, reduzieren sich deine maximalen LP um den gleichen Prozentsatz. Okay. Ist das nicht Entschlossenheit? Ja, doch.
Keine Ahnung, damit kann ich noch nichts anfangen. Ja, hier sieht man jetzt alles, was die so kann. Wie gesagt, hat jetzt die Antiquität, hat diese Entschlossenheit, die irgendwie reduziert ist, weil normalerweise habe ich statt 225 beschwört einen Schutzwall, also gedrückt halten, um zu zielen, blockt große Geschosse ab und kann generell den Schild. Ja, also. Ah, genau, hier das. Sehr schön. Wunderbar. So, und jetzt haben wir hier den Schmied. Hoi, besten Dank, dass du geholfen hast, meinen Schmiedepuppen zu bauen. Kurze. Hab mir zwar noch keinen großen Namen gemacht, aber kannst einen drauf lassen, dass dich deine Investition in den eisenharten Schuppen hier lohnt. Ich kann gerade nur nicht viel mit mehr als Däumchen drehen, hab nämlich keine Blaupausen, genau, und die muss ich finden. Aber wenn wir beide zusammenarbeiten, Mädel, wir könnten Sachen machen, die kann ich mir in meinen wildesten Träumen nicht vorstellen. Oh, das meine ich wörtlich. Hab nämlich was, das nennt sich Afantasie. Heißt, dass ich mir mit meiner Dickbirne nichts vorstellen kann. Deswegen, also Fantasie, ja klar. Deswegen brauche ich ja die Blaupausen. Also, hier ist mein Vorschlag. Du besorgst mir Blaupausen und ich mache dir die Teile gegen Bezahlung. Das nennt man Win-Win. Ich gewinne, weil ich Blaupausen bekomme. Und ich gewinne nochmal, weil ich eine Kundin mehr habe. Super. Aber genug rumgelabert. Ich zeig dir mal, was ich so rumfliegen habe. Ja. Und jetzt kann man hier verschiedenste Sachen. Ah, hier hat er doch was. So ein Hartlederhelm. Könnte ich da irgendwie kaufen. Leicht, Entschlossenheit plus 125. Und Vitalität würde sich irgendwie steigern. Kann ich das Ding jetzt irgendwie kaufen? Was hat denn das gekostet? Kosten 250. Ja, und diese. Achso, das ist wahrscheinlich Eisen, das zweite. Oder was soll das sein? Diese Währung da. Keine Ahnung, das werden wir noch rausfinden. Also ich kann jetzt nichts weiter bauen. Der hat halt noch nicht viel am Start. Okay, soweit, so gut. Jetzt können wir da mit Lady Sabrina mal ein bisschen durchbrettern. So, und jetzt ist hier Charon wieder und der möchte jetzt der möchte jetzt die Währung von uns sehen. Der möchte jetzt Gold, dass wir das Gold abdrücken. Einer muss Hickzoll zahlen. Charon, all dein Gold geben und das Schloss betreten. Jo, und da ist mein Gold halt wieder weg. Und jetzt merkt das halt so ein bisschen. Jetzt muss ich halt schon gucken, dass der Run ein bisschen stimmt. Dass wir mehrere hundert Gold zusammenbekommen, um dann meine Helden weiter zu steigern. Wie gesagt, die ist jetzt... Warum ist die schon Stufe 6? Ist das, hat das doch... Hatte ich doch XP bekommen? Keine Ahnung. Hier sieht man auch die Risikostufe, wo ich mich da rumbewege. Ja, ich kann halt mit manchen Sachen halt auch noch gar nichts anfangen. Müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich halt... Ah, was mit dem hier? Du sollst den Vertrag also als nächstes unterzeichnen, was? Der namenlose Ritter. Im Namen der Pflicht würdest du alles tun, nehme ich an. Hast du nie darüber nachgedacht, was du verlieren könntest? Wenn du auf der Suche nach dem Schatz bist, musst du zunächst die Kinder des Königs finden. Sonst kommst du nicht durch diese Türen. Ich hab's versucht. Ja, das ist dann der Endboss-Raum anscheinend. Die Tore des Thronsaals sind zurzeit verschlossen. Ja, und die Entwickler versprechen dann auch, dass man pro Durchgang da irgendwie neue Dinge finden kann und so weiter. Also es ist schon ganz interessant. Bin ich mal gespannt. So, das ist jetzt mein Schildblock. Oh, der macht sogar Schaden. Sehr schön. Können wir also auch so einsetzen. Da kriege ich wieder Mana zurück. Sehr schön. Und dann haben wir halt hier unser normales... Oh, unser normales Schild. Nicht nerven. Was bringt das normale Schild? Kriege ich trotzdem Schaden, ne? Ja, mein Schild ist durchbrochen worden. Oh! Kostet das... Achso, das ist eine Klassenfertigkeit. Das kriegt man oben... hat man so einen Timer. Habt ihr das gesehen? Läuft so ein Timer ab. Ja, jetzt ist die Fähigkeit wieder bereit. Was das Grüne hier soll, weiß ich nicht. Ah, das könnte ein anderes Gebiet sein. Könnte sein, dass ich mich gerade in ein anderes Gebiet... Jo. Pyschon Trockensee. Ja, trotzdem. Willkommen am Pyschon... Trockensee. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen alle Besucher von einem Führer mit einer Sonnenlaterne begleitet werden. Ein weiterer Aushang wurde am Hinweisschild befestigt. Unbefugtes Betreten auf Anordnung von Estuar Irat verboten. Der Pyschon Trockensee wurde auf unbestimmte Zeit gesperrt. Begibst du dich tief nach unten, sei vorsichtig. Übertriebene Selbstsicherheit könnte dort den Tod bedeuten. Selbst Estuare wagen sich ohne eine Sonnenlaterne nicht weiter vor. Es gibt nicht mehr viele solcher Laternen und in denen, die es noch gibt, befindet sich schon lange keine Glut mehr. Wenn du die Sonne wiederherstellen kannst, kann ich die Glut wieder entfachen. Wir können alles weitere danach besprechen. Ah, krass. Erkenntnis entdeckt die Sonnenlaterne.
Und jetzt habe ich hier, ja genau, neue Erkenntnisse. Also Reise, neue Erkenntnisse. Stell dieser Sonnenlaterne wieder her, Ort Pyschon Trockensee, kehre zum Pyschon Trockensee zurück, nachdem die Sonne wiederhergestellt wurde. Ah, krass. Also so wie in Quests. Das ist immer cool, das wusste ich nicht. Das ist auch neu. Das gab es früher auch nicht, glaube ich nicht. So, kann ich mich wieder zurückporten? Echt cool, es macht echt schon jetzt Spaß, muss ich sagen. Ist schon ganz cool gemacht. Auch wenn ich noch nicht alles raffe mit der, mit dieser Selbstsicherheit und Erkenntnis und was weiß ich was. Aber das wird sich schon noch ergeben. Jawohl, vermöbel sie. Und mach deine Fähigkeit. Ja, sehr schön. Na, damit kann ich auch die Feuerbälle da abblocken. Wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr Mana hätte, wäre das natürlich umso geiler. Ja, über die Kanten kommen sie nicht drüber gebrettert. Sehr geil. Ja, manche haben da noch so einen gewissen Bonus auf Gold oder sowas. Oder das war jetzt ein Crit. Oder man hat dann irgendwie einen Perk von wegen, dass die Steuerung invertiert ist. Oder man, ja, also es gibt allmöglicher solcher Kram halt. Das ist schon ganz lustig gemacht. Hier, die ersten Gegner haben noch nicht die krassesten Angriffsmuster. Das wird dann später auch irgendwie härter. Es gibt dann, glaube ich. Oh. Es gibt dann, glaube ich, auch Leute, die hier diese komischen Metalldinger da weghauen können und so weiter und so fort. Und verschiedenste Klassen, die ganz witzig sind. Von einem Koch über einen Bogenschützen, über was weiß ich was. Ich glaube, so an die 20 Klassen soll es im Game geben. Also klingt auch auf jeden Fall richtig nice. Das kriegen wir nicht weg. Naja, da gibt es auch noch Helden, die irgendwie Kartografer sind, dass man. Oh, das könnte ein Bossraum sein, oder? Nehme ich mal an. Gehen wir mal rein. Machen wir, oder? Oh, nee, was ist das? Eine Dämonentür. Traumhaft. Oh, ouch. Das war jetzt nicht so ganz schlau. Oh je, das werde ich nicht überleben. Warum kriege ich eigentlich keine XP? Kann ich das erst später freischalten? Bin ich gerade bescheuert? Das wurde mir sonst immer angezeigt. Oder wurde es eben angezeigt und nur hier drin? Ich check's gerade nicht. Ah, ich kann hier so reinkicken da. Jo, wir gucken mal. Vielleicht schaffe ich es ja hier durch. Ich glaube, da kriegt man auch eine Kiste oder so als Belohnung. Ich glaube, off-Kamera ist mir das schon gelungen, wenn ich es richtig im Schädel habe. Ah, genau. Mit Pfeiltasten nach unten und dann springen komme ich auch hier so runter. Das geht noch klar. So, schmeißen wir den da rein. Wunderschön. Oh, zweite Phase. Ah, das sind auch so Fallen, die ich eventuell für mich nutzen kann. Ja, hier. Sehr schön. Autschi. Ja, schmeißt in die Falle. Ach, ich könnte es in die Falle reinschmeißen. Das wäre dann optimal eigentlich. Komm, Falle, 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 mach was. Achso, die macht denen gar keinen Schaden. Okay. Umso besser. Also gar nicht so gut. Irgendwie. Das ist schlecht. Oh, die Magier hier sind so übel. Ah, okay, aber wenn man direkt vor ihnen steht, schießen sie über einen drüber. Das ist schon mal nice zu wissen. Was muss ich hier machen? Aber ihr seht schon, es geht. Oh, es geht ordentlich ab. Oh, weia, oh, weia. So, hier. Bam. Rausschießen. Ein bisschen stunnen und dann reinkloppen einfach. Sehr schön. Oh, was könnte ich hier an Magie, Quatsch, an EP machen, wenn ich doch EP kriegen würde? Glaube ich, ich kriege keine. Oh, das war Glück. Wie viel Leben habe ich noch? Ey, es läuft ja richtig. Leute, ihr gebt mir Glück. Wo bin ich denn hier? Was geht denn ab? Ah, wir haben eine Kiste gefunden. Sehr schön. Mit Metall und irgendwelchem Kram. Metall und Gold und so. Also diese ganzen Utensilien, wo wir die ganze Zeit rätseln, was das ist. Oh, hier ist eine Falle und eine Schatztruhe wieder. Nur mit Gold. Aber Gold ist am Anfang auch wichtig. Oder generell wichtig. Oh, oh. Oh, das war noch gerade so reagiert. Hat trotzdem nicht geholfen. Oh, je, oh, je, oh, je. Was mache ich? Komm, die Kiste will ich noch. Ah, sehr schön. Eine Blaupause. Hartlederwaffe. Ein ansehnliches Stück aus verwittertem Leder. Jetzt können wir die erste Waffe bauen eventuell. Das macht dann irgendwie unsere Helden da stärker und so. Ups. Ich wollte noch schlagen, das hat er nicht mehr, oder sie nicht mehr gemacht. Lady Sabrina wurde von Knisterklinge getötet. Wir haben 17 Gegner, 18 Gegner getötet. Wir sind gleich stark geblieben, haben irgendwie Metall und Blut besorgt, keine Ahnung. Sehr schön. Oh, was ist das da? Wähle deinen Erben. Mikrosomie. Also da sehen wir ja schon ungefähr, auf was es da hinausläuft. Da sieht man auch, dass der irgendwie 75 Diva-Spieler, oh. Also hier sieht man es schon. Asoziale Agnosie. Ach du Scheiße, was sind das? Angstanfälle. Also man sieht, hier sind irgendwelche Perks drauf, die irgendwie Goldbonus geben. Ich glaube, das machen wir sogar. Ich glaube, das hier können wir schon machen.
Ich glaube, Mikro so Mi war gar nicht so schlecht, weil man nicht so gut, also wobei meine Reichweite dann auch nicht mehr so hart ist. Und Diva könnte auch lustig werden. Ja, hol mal sie mal. Und ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Dann werden wir weiter hier aufleveln und dann mit Mikros und Mi und Diva dann mal loslegen. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, hat euch so einen ersten Eindruck gegeben, um was es da geht. Jetzt müssen wir halt rausfinden, wie sind die Wege zu den Bossen und müssen halt generell mal stärker werden, ein bisschen Lebensreck irgendwie reinbekommen und so ein Kram. Oder auch dafür sorgen hier unten, dass finde Steuerschlupflöcher, um bei den Abgaben an Charon zu sparen, ist halt auch sehr, sehr wichtig, um dann halt gewisse Gelder halt weiter zu behalten und nicht pro Run den kompletten Goldsatz zu verlieren. Das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man das irgendwie skillt und da dran weiterarbeitet. Ja, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, freue mich auf die nächste Runde mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.